Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin wieder da. KOLP 100 hier, der mit der Zahl hinten dran, wie ihr ihn kennt. Und ich bin wieder da, hat überhaupt keine Auswirkungen für euch gehabt, denn ihr hattet ja sowieso jeden Tag euer Zeug. Außer einmal, da hat YouTube irgendwas verkackt. Sonntag kam nichts von L.A. Noire. Was soll man machen, ne? Aber jetzt gibt's wieder was. Heute habe ich so einen kleinen Marathon vor hier aus Gründen. Und naja, wie gesagt, ihr merkt ja davon eh nichts, jeden Tag ein Part. Es sei denn heute, das wird richtig ein Marathon, dann gibt's vielleicht in Zukunft jeden Tag zwei. Aber schauen wir mal, das werdet ihr dann sehen. Ich überlege mir das noch. Wie dem auch sei, wir sind in L.A. Noire. Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Erinnert euch doch zurück, wo wir stehen geblieben waren. Wir sind hier bei diesem Herren dort drüben, denn seine Frau ist nämlich verendet. Und nun ja, die Indizien sind ein bisschen wirre noch. Na klar kann man schnell sagen, hey, der hat die wohl umgebracht aus Eifersucht und so. Dann gab es aber noch diesen anderen Typen im Restaurant, der eigentlich auch ein Motiv hätte, weil er sie ja wohl sehr toll fand. Aber da gibt es ja noch den Mann hier. Und nun ja, viele Hinweise haben wir noch nicht, außer irgendwelche Schuhgrößen und so weiter. Ich glaube, wir reden mal mit dem Mann. Bewegungen des Opfers. Was das für eine Überschrift ist, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber wir finden es raus. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. Du lügst. Du lügst. Ich würde jetzt mal sagen Lüge, aber ich weiß nicht, ob ich den nötigen Beweis dafür habe, dass er lügt. Jacob, you're lying. Why would I help you if you keep lying to me? Look, I'm telling you, I don't know. Na, das glaube ich dir nicht. Was gibt's denn da für ein Schrift auf Leiche, stumpfe Gewalteinwirkung? Gehört zum Fahrzeug, in der Celine Henry vom Bauerclub wegfuhr. Alibi des Ehemanns. McCall gibt an Jacob Henry mehrfach in der Mordnacht angerufen zu haben. Was davon ist, keine Ahnung, verletzt auch aus dem Abdruck am Tatort. Abdruck einer Nachricht geschrieben von Jacob Henry bezüglich seiner Frau Celine. Ja, was davon hilft jetzt? Alibi des Ehemanns? Versuchen wir es mal. We know she went to the Bomber Club. Yes! Bartender there. He calls me if things are getting out of hand and I go and I bring her home. He called me last night. I said no. Phone rang a couple more times after that. I ignored it. Ja, das war der andere Typ, der einen angerufen hat. I'm gonna have to live with that. Shit, tut mir leid für dich, Mann. Wann haben Sie denn Ihre Frau das letzte Mal gesehen? Das wäre, glaube ich, toll. Übrigens, ja, hier, während wir die Frage stellen. Können wir unsere Verhörer, Opfer sozusagen angucken? Und er hat jetzt gerade echt einen tollen Blick aufgesetzt. Na, egal. Letzter Kontakt mit dem Opfer. Sprich! When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Das klang schon relativ aufrichtig und die Nachbarin hat ja auch gesagt, dass sie mitgekriegt hat, dass die einen Streit hatten, ne? Also ist das wohl die Wahrheit. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look, I'm sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. Okay. So, dann machen wir Butter bei die Fische hier. Mordmotiv, junger Mann. Was sagen Sie dazu? Noch nicht so viel? Naja. Mordmotiv. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. Das ist eine Lüge. Das wohl gelogen. Das wohl gelogen. Und weißt du, was dafür spricht? Die Notiz. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something big? Yes. Und zwar mit dieser Bleistiftnotiz, die ich da freigeräumt habe. Wo ist sie? Morddrohungsnotiz. The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her.
I was trying to have her committed. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Na, also Kinder, vorsichtig. Boah, boah. Ich hab vergessen, wie ich zu... Ist ja gut. Er schlägt nicht zu, der schlägt mich K.O. die Sau. Jetzt wird's ja wohl losgehen hier. Oh, wie ich plötzlich wieder den Hut auf hab. Ich hab kurz die Kampfsteuerung vergessen, dass ich dafür L2 gedrückt habe. Tut mir leid. Hold in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Ist auch schön, wenn man sich da niederschlagen lässt und bleibt auf dem Boden liegen, bis der Buddy die Arbeit erledigt hat, ne? Trottel! Meine Fresse, immer alles alleine machen hier. Hier ist wieder den Präsidenten sofort. Da fängt ja schon wieder gut an hier heute. Phelps, Batch 1247. How can I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Natürlich. Yes, ma'am. Carruthers. It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt... No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2Boy8899? Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it, we're coming in. Alles klar, da führen wir den Typen mal ab und sehen uns den Fahrzeug-Owner an. Und dann haben wir ja mitgekriegt, dass wohl auch Trieb beim Mord eine Rolle spielte. Der Mann ist, wollte durch die Hintertür, nennen wir es mal. Du fährst, junger Mann, wie wir das immer so machen. Und jetzt machen wir hier mal Mendes Apartment, oder? Da gehen wir noch hin, da fährst du jetzt los, zack. Ich sag dir jetzt nicht wohin, rate einfach mal. Wenn nicht, kannst du ja immer noch fragen. So hat man das früher gemacht, als es noch keine genauen Adressenangaben gab. Da hat man gefragt, wo man hin muss. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. Ansichten sind Ansichten, ne? So, ich muss jetzt aber ehrlich gestehen, wahrscheinlich lag es auch an der Pause, die ich jetzt zwangsweise haben musste. Ich weiß gerade nicht, was mit dem Auto, das Auto, was für ein Auto überhaupt? Welches Auto soll dieser Mendes hier haben? Ich verstehe es nicht so ganz. Na gut. Da wohnt ein Herr Wolfe und ein Herr Dudley. So, wo wohnt Mendes? In der 16. Mendes. Apartment 16. Okay. So, dann gehen wir rein in die 16, ne? Oh, ein schöner Apartmentraum ist das hier. Ich weiß nicht, diese ganzen Apartment-Buildings, die so in Amerika so beliebt sind, nach wie vor, die haben so ganz eine andere Ausstrahlung als so die, ja, Mehrfamilienhäuserblöcke, die es in Deutschland... Hi! The apartment's up on the top floor. Ja, das hätten wir schon gefunden. Also diese Neubaublöcke hier, wisst ihr? Also das, was hier die Apartment-Buildings sind, sind in hier in Deutschland, sag ich mal, in Berlin die Neubauten halt, ne?
Und das ist so ganz anders irgendwie. Die sind ja alle so. Trotzdem kann man sich hier drin auch wohlfühlen. Also ich persönlich zum Beispiel, ich mag ja, bin ja so ein Haustyp. Obwohl ich mein Leben lang schon in Wohnungen lebte. Aber ich weiß nicht, dieses große Mehrfamilien, 47 Parteien, alles Stockwerke und jede Wohnung sieht gleich aus, Dings, ist nicht so meins. Wir kicken keine Doors in. Okay, machen wir. Take a look around and see what you can find. Der Typ hat sich verpisst. Und er hat frisches Obst hier gelassen. Und dieses komische Dings hier. Da ist Tee drin. Einen Herd hat er nicht angelassen. Gott sei Dank. Eier? Die sollte man in den Kühlschrank stellen. Eier. Gerade bei der Hitze derzeit. Hallo? Irgendwo siehst du da, oder? Hässlich, da schon wieder eine Zeitung am Tisch? Nö. Okay, dann schauen wir hier lang. Oh, da liegt was. Ein Streichholzbrief. Ja, das sagt mir überhaupt nichts. Warum gucke ich mir das Ding überhaupt an? Oh, hier hinten ist eine Tür, sogar beleuchtet ihr das? Das ist ja fast schon auffallend. Hallo? Oh oh. Oh oh. Lippenstift. Verdammt, die hätte ich mir vielleicht angucken sollen. Und danach, da sehen wir auch schon einen stumpfen Gegenstand voll mit Blut, hä? Nicht so gut. Okay, ja, sieht doch relativ mit Gewalt benutzt aus, sag ich jetzt mal. Jo, ist der Schlüssel. Damit ist bestimmt die Mordwaffe. Warum lässt er die hier liegen? Ist der nicht mehr ganz dicht oder was? Ja, Trottel. Nun gut. Anscheinend war es Mendes, hä? Better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald would begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. Versuchst du jetzt ernsthaft wegzurennen? Mendes, stop right there. Genau, ich hol dich sowieso, ich hol dich sowieso. Meine Fresse, dass Leute auch nie verstehen können, wenn es für sie vorbei ist, ne? Hier sind die Monsterbullen hinter ihnen, ja? Wir haben Hüte und Anzüge. Uns macht man nichts vor. Wir sind hier nicht Streifen Harry und Heidi auf Streife oder so. Uup, genau, Alonso. In der Formel 1 hast du auch nichts mehr gerissen letztlich. Da wird nichts mit weglaufen. Hui! Und der fährt doch jetzt wohl nicht ernsthaft weg. Dich hole ich, Junge. Vorsicht! Fahr doch anständig! Wie sie mich schon wieder zu Kollateralschaden zwingen. Toll, jetzt sind wir auch noch LAPD-Officer. Natürlich richtig, müssen uns noch mehr an Sachen halten. Dürfen hier nicht einfach einen abreißen. Oh Junge, was fährst du hier kreuz und quer? Hier kann doch keiner mitfahren. Alter, nee, ey. Ja, man muss dazu sagen, die Autos haben eine Steuerung wie Hundsdreck im Sonnenlicht. Ohne Witz. Da kann man nicht viel reißen, nur. Guck euch das an. Wie Seife. Wow, 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 wow. Ich hab ihn verloren. Ich glaube, ich habe ihn verloren. Meine Karte zeigt sie mir auch nicht mehr an. Verdächtige Personen kommen. Schön, dass er es mir so früh gesagt hat. Na gut, dann rennen wir halt aufs Neue hinter ihm, ja. Vielleicht sind wir ja schon direkt an der Röhre und können gleich fahren und müssen jetzt nicht nochmal übers Dach sinnfreierweise die Verfolgung aufnehmen. Checkpoint-System. Yes. So, jetzt wissen wir schon ungefähr, wo er hinfährt. Und fahren trotzdem fast gegen die Wand dabei. Ich muss ja sagen, ich bin jemand, der Autos nach wie vor gerne mit dem Analogpad steuert. Weil ich da einfach ein besseres Gefühl drin habe. Das ist so ähnlich wie... Oh, das gibt's ja nicht, diese hässliche Hauswand. Das ist so ähnlich wie Ego-Shooter auf der Konsole. Also Fahrzeuge steuern ist noch so... Mann, oh Mann, freue ich mich drauf, dass ich Watch Dogs auf dem PC hole.
vorne. Da vorne ist sie, die Sau! Ich hätte ihn jetzt fast schon wieder verloren, weil ich den Blick auf die Karte gemieden habe. Aus Gründen, die mir selber nicht einfallen wollen. Na komm schon! Yes! Anhalten, Polizei. Rennst du weg? Ach so, unser Typ ist schon... Tatsache, der steht jetzt vor ihm und zielt auf ihn. Der Motor brennt! Wie er sich einfach mit seiner Waffe vor ein motorenbrennendes Auto stellt und seelenruhig auf jemanden zielt. Nicht schlecht. Das sind die richtigen Polizisten. Sieht schon aus wie so Mendes. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. Boring. Aber wir haben wieder mal bewiesen, wie gut wir sind. Das schließt anscheinend den Fall ab. Jetzt fehlt nur noch... Ach ne, wir müssen nicht mal mehr verhören. Verhörkunst kriegen wir trotzdem als Erfolg. Schön. Und wir haben wieder einen Hinweis nicht gefunden. Wir sind aber auch nachlässig, ne? Der Verdächtige ist fast auch, wenn du Jacob in einer Zelle der Central Division hast schwitzen lassen. Naja, der Typ hat mich auch geschlagen. Der hat Beamte angegriffen, ne? Da sage ich jetzt mal nichts zu. Liebe Freunde, virtueller Zeitverschwendung, das war schon der erste Part. Ging das nicht schnell? Ich bin selbst fasziniert. Wir machen direkt weiter in L.A. Noir. Also ich zumindest, ihr seht dann den Rest morgen. Bis dahin. Ich bin Kowalp 100, der mit der Zeit dran. Tschüss und bis dann.